Besonders lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis die Olympischen Spiele 2024 in Paris anfangen. Am 27. Juli ist es soweit, dann geht's los für die besten Basketballer der Welt und mittlerweile wissen wir auch, wer alles am Start sein wird. Griechenland, Puerto Rico, Brasilien und Spanien sicherten sich die letzten 4 Plätze in den Qualifikationsspielen von Anfang Juli. 12 Teams werden bei der Olympiade an den Start gehen. Natürlich wissen wir alle, wer der Großfavorit ist und es gibt eine Reihe von hervorragenden Teams, die den Amis die Goldmedaille streitig machen wollen. Ich denke, das könnte durchaus spannend werden. Dann reden wir gar nicht mal weiter um den heißen Brei herum und starten mit dem 12. und letzten Platz in meinem olympischen Power Ranking und dieser geht an den Südsudan, zum ersten Mal ever am Start. Man finishte als bestes afrikanisches Team bei der 2023er Weltmeisterschaft, als man 17. wurde, somit qualifizierte man sich direkt für die Olympischen Games. Stand heute wissen wir nur, wer im 25-köpfigen vorläufigen Training Camp Kader steht. Die bekanntesten Namen der NBA sind sicherlich Bol Bol und Wenyen Gabriel. Warten wir mal ab, wer am Ende der letzten 12 noch mit dabei ist. Mega Respekt, dass die Südsudan-Auswahl mit dabei ist. Ist ein riesiger Erfolg für dieses nicht unbedingt als basketballverrückte Nation geltende Land. Aber es wäre natürlich ein absoluter Schocker, wenn man die Vorrunde übersteht. In Gruppe C sollten die ersten beiden Plätze feststehen, die werden die Amis und Serben unter sich ausmachen, allerdings kommen halt auch 2 der 3 Drittplatzierten weiter und ich würde es nicht komplett ausschließen, wenn der Südsudan zumindest die Puerto Ricaner ein wenig ärgern kann. Aber wie gesagt, das wäre schon eine ziemlich fette Überraschung. Was uns zum 11. und vorletzten Platz bringt, und da habe ich die Brasilianer, welche in Gruppe B zusammen mit Deutschland, Frankreich und dem Team, welches hier einen Platz vor ihnen steht, nämlich Japan, gelandet sind. Brasilien schlug Litauen in der Olympia-Quali und sicherte sich eines der letzten Tickets. Viele bekannte Namen sind nicht mehr dabei, am ehesten wahrscheinlich noch der ehemalige NBA First Round Pick Bruno Caboclo. Einfach wird's für sie nicht in dieser Gruppe B. Deutschland und Frankreich sind die Top-Favoriten auf die ersten beiden Plätze. Brasilien wird sich, so wie ich das sehe, mit den Japanern um Platz 3 streiten und dann hoffen, dass dieser dritte Platz fürs Viertelfinale reicht. Ich durfte die Japaner ja Freitag in Berlin live sehen gegen unsere deutsche Auswahl, allerdings ist dieses Team natürlich lange nicht so gut wie der Weltmeister. Nachdem man als Gastgeber alle 3 Games bei den Olympischen Spielen 2020 verlor, finishte man bei der WM 3 Jahre später als bestes asiatisches Team. Am Ende stand man auf Platz 19. Angeführt werden sie von Lakers Flügelspieler Rui Hachimura und Yuta Watanabe, welcher seine letzte Saison in Phoenix und Memphis verbrachte. Ich sehe Japan und Brasilien so ungefähr auf einer Wellenlänge, mal sehen, welches der beiden das drittbeste Team dieser Gruppe sein wird. Was uns zu Platz 9 bringt, und dann geht es auch in ein komplett anderes Tier vom Level her. Puerto Rico überraschte bei den Qualifikationsspielen und wird nun versuchen, das gleiche bei den Olympischen Spielen ebenfalls zu machen. Als das letzte Mal dort mit dabei waren, gewann man in der Vorrunde gegen die US-Amerikaner. 2004 in Athen war das nämlich, als Team USA nur eine extrem enttäuschende Bronzemedaille mit nach Hause holen konnte. Nun hoffen sie, das gleiche Kunststück noch einmal vollbringen zu können. Angeführt von Pelicans Guard José Alvarado besteht diese Gruppe aus Hustlern, aus Spielern, die in diese Underdog-Rolle aufgehen und die dann am besten sind, wenn sie Teams mit mehr Qualität das Leben richtig unangenehm machen können und ihnen die Freude am Basketballspielen rauben. Was uns in die Top 8 bringt, und da habe ich die Australier als erstes. Auf den ersten Blick ist dieser 8. Platz vielleicht etwas zu tief, aber da sind ein paar richtig gute Teams noch vor ihnen mit dabei, über die ich einfach sie nicht packen konnte. Was die Australier so auszeichnet, ist ihre unfassbare Tiefe. Kaum ein Team fährt mit so vielen Rollenspielern und Glue-Guys nach Paris. Paddy Mills, Josh Green, Joe Ingles, Josh Giddey, Dante Exum und Dyson Daniels, nur mal einige von ihnen zu nennen. Australien wurde Dritter bei den letzten Olympischen Spielen, man schlug damals Doncic und die Slowenen im Duell um die Bronzemedaille. 2 Dinge sprechen hier in meinen Augen gegen sie, zum einen fehlt ihnen diese klare Nummer 1 und ein Star im Team und zum anderen ist ihre Gruppe wie gemacht dafür, um ernsthaft zu stolpern mit Kanada, Griechenland und Spanien. Aber kommen wir doch mal zu diesen beiden Teams, ich habe mich für Spanien an 7 und Griechenland an 6 entschieden, würde aber hier mit niemandem diskutieren, der es anders sieht, da gibt's denke ich genug Gründe für beide Seiten. Spanien ist der amtierende Europameister, diesen Titel gewannen sie vor nicht einmal 2 Jahren bei uns in Berlin, das sollten wir nicht vergessen. Sie gewannen gegen Deutschland im Halbfinale, das gleiche Deutschland, das gegen Griechenland im Viertelfinale noch siegreich vom Parkett gehen konnte. Willy Hernan Gomez führte das Team erfolgreich durch die Quali, dort gewann die Spanier jedes einzelne Spiel mit ihrem teamorientierten und taktisch herausragenden Basketball. Die Spanier sind sicherlich nicht mehr das, was man damals mit den beiden Gasol-Brüdern 2012 in London mal war, aber wir sollten sie hier auf keinen Fall unterschätzen, wie ich finde. Was uns zu meinem Platz 6 bringt, den Griechen, angeführt von natürlich niemandem Geringeres als Giannis Antetokounmpo.
Um ihn herum gibt's kaum NBA-Level-Talent, aber der Greek Freak alleine macht die Griechen zu einer echten Macht. Man hatte null Probleme in der Quali und so darf man zum ersten Mal seit 2008 auch wieder an einer Olympiade teilnehmen. Schwer zu sagen, wie gut dieses Team sein kann, aber dass man den USA, Frankreich und Serben in der Vorrunde aus dem Weg gehen kann, könnte wichtig sein. Man wird sich mit Kanada um den ersten Platz streiten, denke ich, Zweiter sollte man aber mindestens werden und dann wird halt gelost im Viertelfinale. Kommen wir also zur Top 5 und Platz 5 und dort landet Serbien, angeführt vom besten Spieler auf dem Planeten, ohne den sie jetzt ja sogar trotzdem im WM-Finale standen. Er und Atlanta Hawk Bogdan Bogdanovic werden die Offensive anführen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was gegnerische Teams dagegen machen wollen. Der Joker ändert alles für dieses Team und selbst ohne ihn waren sie unfassbar gut letztes Jahr. Serbien könnte hier locker eine Medaille holen, ich konnte mich aber nicht ganz dazu durchringen, sie vor den amtierenden Weltmeister zu stellen. Deutschland steht auf Platz 4 in meinem Power Ranking, auch wir haben mit Sicherheit echte Medaillenchancen also. Nach Bronze 2022 bei der heimischen Eurobasket und Gold bei der WM 2023 wollen sie nun die dritte Medaille im dritten Jahr in Serie, aber das wird alles andere als einfach. Dieses Team ist unfassbar eingespielt, man kann sich blind aufeinander verlassen, das Coaching ist überragend, die Teamchemie großartig, alle Akteure sind am Start und einsatzbereit, was will man mehr? Mein X-Faktor ist Franz Wagner. Kann er eine größere Rolle übernehmen und nicht nur der klar beste Spieler sein, der er eigentlich auch ist, sondern kann er wirklich dominieren und Spiele wirklich an sich reißen? Die Konkurrenz ist stark, aber stark ist eben auch unsere deutsche Auswahl, ich denke wir dürfen einiges von ihnen erwarten. Kommen wir zur Top 3 und ich habe mich vielleicht etwas kontrovers für Kanada auf Platz 3 entschieden. Auf dem Papier ist es eine Truppe mit einem Talentlevel und einer Tiefe, die am besten mit den Amis mithalten kann. Shai Gilgeous-Alexander ist ein Top 5 Spieler auf dem Planeten, Jamal Murray ist erstmals 2015 wieder für die Nazio am Start, RJ Barrett, Nikhil Alexander-Walker, Lou Dort und Dylan Brooks stehen auch mit im Kader. Selbst ohne Andrew Wiggins ist es ein irres Team, was sogar gut und gerne dieses Turnier gewinnen kann, wenn wirklich alles optimal läuft für sie. Man hat die zweitmeisten NBA-Spieler im Kader aller Teams, aber wie wir bei den Amis jetzt ja gesehen haben, das reicht auf dem Fieber-Level mit den Fieber-Regeln nicht immer unbedingt aus. Ihre fehlende Tiefe auf den größeren Positionen und dass ein echter, großer, guter Center fehlt, könnte ihnen früher oder später zum Verhängnis werden und genau deshalb habe ich mich für Frankreich hier auch hauchdünn vor ihnen auf Platz 2 entschieden. Vor 3 Jahren verloren sie im Finale gegen Team USA, schon damals war das Team extrem gut und jetzt haben sie Victor Wembanyama und das ändert alles. Die Franzosen haben Gobert und Wemby in der Mitte, das ist wild mit den Fieberregeln, sie haben Creation auf dem Flügel, Defense, Offense, für mich ist das ein Team, welches die Amis mit ihrer elitären Rim Protection noch am ehesten ärgern kann. Und sie haben in Köln gegen Deutschland gezeigt, wozu sie mit Victor Wembanyama auch in der Lage sind. Und das bringt uns zum selbstverständlichen ersten Platz, dem Team USA. Sie haben Veterans, junges Blut, Größe, Athletik, Basketball-IQ, Defense, Offense, Coaching, wir reden hier über eines der besten Team USAs ever auf dem Papier. Alles andere als eine Goldmedaille wäre fast schon ein kleiner Skandal, mehr Worte muss man hier denke ich auch gar nicht verlieren zu ihnen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie die Medaillenplätze vergeben werden, danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.